Ups und Downs gehören dazu, die ganzen Herausforderungen zu meistern. Ich meine, sonst wäre es eigentlich langweilig, aber immer dran glauben, es gibt immer eine Lösung, gibt immer einen Ausweg und im Sport weiterhin hart arbeiten und irgendwann kommen die Resultate. Er hatte eine Chance und die Chance halt nicht genutzt und abhaken und ja, vergessen das Rennen. Für mich selber ist es einfach zu wissen, wo der Weg hinführt. Also es ist nicht ganz einfach. Ich habe mir mit der heutigen Niederlage eigentlich den Weg schon aufgelegt. Und für mich selber, ich muss die Niederlage oder die, Entschuldigung, dass ich das Wort jetzt verwende, den Blödsinn, die Scheiße, die ich heute gebaut habe, wieder gut zu machen, muss ich halt 4 Jahre weiterkämpfen, damit ich in 4 Jahren dann halt endlich erfolgreich Olympische Spiele abschließen werde. Und das ist der einzige Weg für meine innerliche Genugtuung. Also. Ist der Traum vor dem zweiten Olympiamedaille oder eben vom Olympiasieg geplatzt? Das war natürlich mein großes Ziel oder auch mein Traum, von dem ich immer verfolgt habe. Ich habe gewusst, es gibt 10 Leute, die gewinnen können. Dazu habe ich auch gehört, ich glaube, das habe ich unter Beweis gestellt, das ist das Positive an einem Tag. Das Negative natürlich, dass ich in der zweiten Runde gegen einen amtierenden Doppelweltmeister verloren habe und dann ausgeschieden bin und ich kann es jetzt leider nicht ändern. Vielleicht in ein paar Wochen hilft mir die Silbermedaille, dass ich das Ganze ein bisschen besser oder schneller verarbeiten kann. Momentan nicht wirklich ein Trost, weil ich jetzt halt über drüber drauf sein sollen, dass ich den Kampf gewinne. Es hat leider nicht gereicht und von dem her hilft es mir nicht. Ich muss mir abschalten und dann schauen, wie es weitergeht. Soll es weitergehen, hilft es natürlich dann für den Formaufbau für die nächste Saison. Ja, das macht das Leben aus. Also aus Niederlagen lernt man, die stärken die eigentlich. Vermeintliche Niederlagen sage ich immer, weil es ist ja auf und ab und von dem her nimmt man das ganz normal mit. Natürlich darf man sich ärgern eine Zeit lang, weil sonst wäre man kein Sportler oder kein Wettkämpfer, wenn man froh ist, wenn man gut gespielt hat, aber dann trotzdem verloren. Man muss jetzt einfach das so schnell wie möglich abhaken, vielleicht nur eine kurze Videoanalyse machen und einfach ein kurzes Resümee ziehen, warum haben wir verloren, warum haben wir wie gespielt. Und dann nach dieser Besprechung sollte es eigentlich wieder volle Konzentration aufs nächste Spiel gehen. Aber dann, die nächsten Gegner sind umso wichtiger und zurückschauen bringt sowieso nie was, sondern immer nur nach vorschauen und aufs nächste Match konzentrieren. Und das ist der leichteste Weg, sich zu fokussieren. Man muss sich halt einfach immer vor Augen halten, dass es eigentlich noch viel Schlimmeres gibt auf der Welt als eine sportliche Niederlage. Man tut zwar alles dafür und trainiert hart dafür, aber das Wichtigste ist immer, dass man gesund ist.